Willkommen zurück zu Mario und Rabbit Kingdom Battle. Es ist ein bisschen her, dass der letzte Part kam, aber ja, manchmal passt es einfach nicht so richtig. Das ist nervig, aber ich kann daran auch nicht so viel ändern. Wir gehen gleich in die nächste Schlacht, schauen uns aber erstmal hier nochmal um. Finden einen Pilz, der uns heilt. 70 KP, nice. Und hallo Stachipanzer. Seltsam, okay, weiter. Geht's hier weiter? Ja, hier ist die nächste Schlacht. Und warum ist da ein Kettenhund? Oh Mann. Na gut, schauen wir mal, wie das wird. Wir haben auch jetzt Luigi. Haben wir im letzten Part schon ausprobiert mit ihm. Er ist ja ein Scharfschütze. Für ihn sind erhöhte Positionen ganz gut. Davon sehe ich aber hier keine. Wenn meine Daten stimmen, ist das ein Kettenhund. Im Moment mag er schlafen, aber sobald er unsere Anwesenheit wittert, wacht er auf und wird versuchen, uns zu beißen. Oder einen unserer Gegner. Dem Kettenhund ist das egal. Er greift einfach den an, der ihm am nächsten ist. Die gute Nachricht ist, dass der Kettenhund erst angreift, wenn wir unsere Runde abgeschlossen haben. Also es gibt tatsächlich keine erhöhte Position. Macht es dann Sinn, Luigi dabei zu haben? Oder soll ich lieber... Weil Luigi hat schon die Sekundärwaffe, das ist eigentlich ganz gut. Die hat nämlich Rabbit Luigi nicht. Schwer zu sagen. Ich habe auch kein Geld, also ich kann nicht noch irgendwas Neues kaufen. Ne, lass mal Luigi mal drin. Er ist ja auch neu, er darf ruhig ein bisschen mehr Screentime haben. Und legen einfach los. Okay, der Kettenhund ist wach. Und der hat da diesen Rabbit anvisiert. Alles klar. Ich würde sagen, wir gehen mal auf den hier. Und dann... Jetzt wirklich nicht... Schwierig. Ich kann ja den einen da fast zu 50% treffen. Also wahrscheinlich treffe ich oder eben auch nicht. Aber oh, Mario hat Angst. Ich glaube, hier stehe ich nicht sehr gut. Aber klar, dass ich nicht treffe. Mache ich die Heldensicht an? Ja, ne? So, Luigi, du kannst leider nur den hier erreichen. Das reicht aber eigentlich auch. Dann läufst du zu Mario, springst und springst hier hin. Und ja, dann einmal hier drauf. Eisenblick? Ja, mach ich auch an. Ach nö, Rabbit kommt... Na, unnütz. Was mache ich jetzt mit ihr? Gar nichts, oder wie? Ah, wie lame. Immerhin trifft sie. Und der eine ist besiegt. Nice. Jo, ich denke, mehr brauchen wir nicht machen. Kettenhund ist dran. Geht auf den Rabbit hier. Oha, 75 Schaden. Nice. Aber wir müssen echt aufpassen, dass der nicht auf uns geht, der Kettenhund, weil 75 Schaden ist halt schon viel. Okay, Mario wurde nicht getroffen, nice. Der Hüpfer kommt und... Oha! Nee, ich dachte, der Kettenhund greift ihn an. Aber es ist Mario gewesen. So, würde ich sagen, gehen wir erstmal mit Rabbit Peach hier hinten hin. Und freie Sicht auf den Hüpfer hier. Ja, komm, geh ich hier hin mit Mario. Ja, mach ich. Ist zwar eine doofe Position, weil wir hier getroffen werden. Vielleicht auch vom Kettenhund, aber ich will auf jeden Fall den Hüpfer treffen. Nice. Und der Hüpfer kann sich auch nicht bewegen. Das ist ganz gut. Dann besiegen wir jetzt ihn hier. Er hat hinten Schaden und es war auch sehr viel Schaden. Nice. Dann, ja, sind wir hier fertig. Ich glaube, der Kettenhund geht jetzt auf den einen Hüpfer. Er geht immer auf den nächsten, oder? Der ihm am nächsten ist.
Sieht so aus. Gut, der ist besiegt. Ja, und der kann jetzt leider hier einmal Mario angreifen. Münzen mitnehmen und dann hier hinten verstecken. So, ja, einmal schießen, dann ist auch der Hüpfer besiegt und wir haben gewonnen. Nice. War ganz gut machbar. 5 Züge hat man Zeit für den perfekten Abschluss. Und wir werden geheilt. Vor allem kriegen wir jetzt wieder ein paar Münzen. Sehr nice. Und können jetzt weitergehen. Hier ist auch nichts mehr, also einfach los. Oh, kaputte Brücke voraus. Ich schätze, wir müssen einen Umweg nehmen. Wo ist denn... Achso, hier ist die Brücke kaputt. Okay, alles klar. Dann suchen wir uns einen anderen Weg. Also ich bin jetzt hier in die Kanonen. Ich glaube, ich kann auch nur in die Kanone, weil alles andere führt mich nicht weiter. Also einmal hier rein. Grüner Schalter. Stellt die Kanone hier um. Okay. Lassen wir erstmal so und gehen hier hin. Münzen und ein paar Rabbits, die hier auf dem Schwamm rumspringen. Igitt, ich werde Ihnen nicht verraten, wozu der Schwamm früher benutzt wurde. Das würde Ihnen den Spaß verderben. Okay. Klingt irgendwie ekelhaft. Aha. Aber jetzt komme ich nicht an die... Ich komme jetzt nicht an die eine Kiste. Was mache ich da? Wie stehe ich das am besten ein? Moment. Ich glaube, ich hab's. Das wieder umstellen. Hier rein. Das umstellen. Ja, dann komme ich da hinten hin an die Kiste. Wäre nice, wenn da eine Waffe drin ist, aber ich glaube es nicht. Nee. Ein 3D-Modell von der Pyramid-Pflanze. Hm. So, einmal das hier wieder umstellen. Und jetzt sollten wir weiterkommen. Nice. Ja, die Brücke haben wir jetzt überquert. Oder umgangen. Und jetzt gehen wir hier durch den Wasserfall. Oh, nice. Ganz schön dunkel. Münzen. Nehme ich gerne mit. Eine Kiste mit einem weiteren 3D-Modell. Und Luigi. Nice. So, da ging es jetzt weiter. Und hier ist wieder die Brücke kaputt. Alles klar. Dann gehen wir hier weiter und erreichen das 7. Level. Werden beobachtet. Von dem Rabbit, der mit dem Superfusionierer fusioniert ist. Okay, Welt 1-7 Hochstapler. Ja, da komme ich nicht rein. Diese Fähigkeit noch nicht habe, um die Blöcke zu verschieben. Wollen wir hierdurch und erreichen auch die nächste Schlacht. Okay. Besiege 5 Gegner ist die Aufgabe und hier haben wir jetzt sehr viele Höhenunterschiede. Also Luigi ist hier perfekt. Hm, ich muss ihn nur erstmal nach oben bringen, weil das geht ja mit einem Sprung.
Sollte ich hinkriegen. Okay. Ich würde anstatt Rabbit Peach oder Rabbit Luigi mitnehmen. Das habe ich jetzt falsch gemacht. So. Will ich eine neue Waffe kaufen? Nee, eigentlich nicht. Nee, komm, lohnt sich nicht. Wir warten, bis wir noch bessere Waffen kriegen. Und los geht's. Ja. Mario, kannst du eigentlich jemanden von hier treffen? 50% ist nicht so viel, aber versuch's mal. Nice, einfach durch den Block geschossen. Dann lauf mal hier hin. Jetzt schießt du mich so, dass ich beide hier hochschicken kann. Einmal Rabbit Luigi. Komm, Feuereffekt. Nice. Oh, der hat den anderen angesteckt, aber auch sich selbst. Irgendwie ist das gerade nicht ganz so geil. Habe ich mir anders vorgestellt. Na gut, können wir die Mine losschicken? Weil sie für beide Gegner treffen. Machen wir das. Und den Eisenblick aktiviere ich. Weil der Hüpfer wird gleich weglaufen und dann treffen wir ihn. Rabbit Luigi hat auch eine neue Spezialattacke, den Schwachmacher. Aber den werde ich hier nicht einsetzen, weil wir haben nur einen Gegner in der Reichweite, das lohnt sich nicht. Ja, der schießt jetzt erstmal, ist in Ordnung. Oh, Luigi hat so wenig KP. Und der lebt sogar noch. Oh, so ein Mist. Ja, das mit Rabbit Luigi ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, weil er ja gebrannt hat und dadurch ist er einfach weggelaufen. An eine Stelle, an die er gar nicht sollte. So, Mario, du gehst erstmal nach oben. Besiegst vielleicht den Rabbit. Ja, das sollte reichen. Und triffst keinen. Ja, das ist schade. Wir kommen zwar hier hinten hin, können aber nicht sehr viel machen. Und Luigi kann halt gar nichts machen. Ja, den einen treffe ich da hinten sowieso nicht. Dann versuche ich es, glaube ich, auch gar nicht erst. Na komm, lauf einfach mal hier hin. Und dann war es das mit dem Zug. Kam mir jetzt nicht sehr gut vor, der Zug. Aber, ja. Muss ich mit leben. So, der kann ich treffen. Und hat auch neue Gegner auf. Nice. Also, jetzt treffen wir den einen auf jeden Fall. Okay. Mario. Na, ja, okay, hier kann er treffen. Unser Ziel ist ja, 5 Gegner zu besiegen. Ja, ich mach die Heldensicht an. Versuche mich jetzt noch mit Rabbit Luigi hier hoch zu bewegen, ihn zu besiegen und mich dann hier hinzustellen. Zurück kann ich nicht. Ja, dann gehe ich einfach hier hin. Ah, die Heldensicht war doch verschwindet, weil der ist jetzt besiegt. Das habe ich nicht bedacht.
So, neue Hüpfer sind aufgetaucht. Können die sich jetzt schon bewegen? Ja, können sie. Ach nö. Bäh. Ja, immerhin, die Heldensicht hat noch was gebracht. Aber Rabbit Luigi kassiert leider. Es tauchen neue Gegner auf, okay. Ja, so machen wir das. Den einen rammen. Dann hier hin und unten auf den schießen. Komm, Honig. Schade. So. Vielleicht besiegen wir ihn hier. Ja, ne? Nice. Eisenblick aktivieren, weil hier gleich wieder neue Gegner auftauchen. Und ihn hier weghauen. Okay. Einen müssen wir noch besiegen. Nee, wir haben schon jetzt geschafft. Oh, krass. 6 Züge hat man dafür Zeit. Okay. Wo sind wir jetzt? Ist noch was, aber ja, da komme ich ja nicht dran, weil ich die Fähigkeit nicht habe. Okay, okay. Also wir übers Feld laufen und dann weiter. Und dann ist auch schon die nächste Mission, die machen wir noch. Oh, ist sogar ein neuer Gegnertyp dabei. Toads? Das sieht nicht ganz so gut aus. Ein Grobian. Rennende Rohlinge. Okay. Erreiche das Gebiet ist die Aufgabe. Meine Sensoren zeigen mir zwei interessante Fakten, was das Verhalten von Grobianen betrifft. Erstens, ihr Temperament. Wenn sie von einer Waffe getroffen werden, gehen sie wie ein wilder Stier auf den Angreifer los. Zweitens, sie sind so ausdauernd wie ein Walross nach einem Fischbuffet. Aber wenn man weit genug weg ist, stellen sie ihre Angriffe ein. Ja, die sind Nahkämpfer, die können also nicht schießen, sondern uns nur mit ihrem Balken schlagen, wenn sie nah genug dran sind. Ich werde Rabbit Luigi austauschen müssen, weil er schon sehr geschwächt ist. Ich muss ja mal Mario mitnehmen, ich darf auch nie mehr als zwei von Marios Team oder den Rabbits nehmen. Also ich darf Mario Luigi nehmen. Ich habe ja sowieso noch keinen anderen, aber man kann sich ja denken, wenn noch so dazukommt. Ich dürfte aber nicht noch jetzt eben einen dritten nehmen. Also weiß ich nicht, war Luigi oder so. Würde nicht gehen. Ich darf eben auch nicht drei Rabbits nehmen, weil es geht sowieso nicht, weil ich immer Mario dabei haben muss. Will ich eine neue Waffe kaufen? Gegen Grobiane effektiv. Aber will ich nicht. Nee, will ich nicht. Will ich wirklich nicht. Ich will kein Geld ausgeben. So, Taktikkamera. Wir müssen das Gebiet erreichen. Dafür müssen wir an dem Grobian vorbei. Oh, ist das Wald. Also komme ich auch nicht weiter. Gehen wir erstmal hier hin. Wenn ich jetzt auf den Grobian schieße, dann läuft er zu mir. War nur so ein paar Felder. Ist das schlau, hier hinzugehen? Nee, ne?
Luigi kann nicht zweimal springen. Irgendjemand kann, glaube ich, zweimal springen. Ich weiß aber nicht wer. Und er kann auch keinen Stampfer machen. Dann geh du mal hier hin. Und Rabbit Peach geht dahin. Okay, das sollte jetzt eigentlich ganz gut sein. Denn jetzt mache ich diesen Grobian fertig. Und zwar aktiviere ich den Eisenblick. Ich aktiviere auch den die Heldensicht. Und schieße jetzt mit Rabbit Peach auf den Grobian. Dann läuft er jetzt auf mich zu, bewegt sich und dadurch werden die beiden Sichten aktiviert. Oder die beiden Blicke. Und er klebt fest. Nice. So, mit Luigi kann ich noch schießen. Und der erste Grobian ist besiegt. So, dann haben wir das geschafft. Und da oben kommt der nächste Grobian, denke ich. So, mit Mario möglichst weit nach vorne kommen. Auch mit Luigi. Und mit Rabbit Peach kann ich schon mal hier hochgehen. Mehr kann ich nicht machen, es sind ja keine Gegner da. Oh, da ist sogar ein kleiner aufgetaucht. Ah, super. Oh nein, Luigi ist gleich besiegt. Oh nö. Oh, ich wusste nicht, dass das ein kleiner ist. Komme ich jetzt noch nicht mal ran, das gibt's doch nicht. Na gut, Stoßeffekt reicht. Nein! Ich bin so dumm. Ich wollte da reinlaufen, verdammt. Greife ich ihn an? Ja, mache ich. Aber ist das schlau? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich stirbt Luigi jetzt gleich. Oh ja, Luigi stirbt auf jeden Fall. Schießen kann ich nicht. Jetzt habe ich Luigi umgebracht. Das war so dumm. Ich habe mit Mario einen Fehler gemacht. Das überlebt er auf keinen Fall. Mann. Ah. Jetzt kann ich mit ihr auch nicht so wirklich was machen. Ich treffe ihn nämlich nicht, den Grobian. Egal, wo ich mich hinstelle. Da kann ich auch nicht hin. Aber ich will ihn treffen. Ihn besiegen. Ups. Damit habe ich nicht gerechnet. Dadurch ist er jetzt tatsächlich besiegt, oder? Krass. Nice. Okay. Zug beenden. Der nächste Grobian taucht da unten auf und kann auch sofort hochlaufen, oder? Oh nö. Ja, also ich denke, diese Mission habe ich grandios verkackt. Aber nicht vergessen, das Ziel ist es, das Gebiet zu erreichen. Also es kämpft wahrscheinlich sowieso sehr kontraproduktiv. Weil dadurch kommen die Grobiane immer näher. Das sind schon ziemlich fiese Gegner. Ich meine, wir haben es geschafft, aber leider nicht perfekt. Schlacht gewonnen.
6 von 6 Zügen, also so gerade auch nur geschafft. Und Luigi ist halt da drauf gegangen. Gibt dann leider auch sehr viel weniger Münzen. Ich kann das jetzt auch nicht nochmal machen, oder? Ja, das geht nämlich nicht nochmal. Also, zumindest nicht von hier. Ja gut. Wir schauen uns im nächsten Part hier um. Und machen weiter. Ich freue mich drauf. Bis dahin, nur das Beste.